oben ist jemand. Das ist Lian. Was macht die denn da? Lian! Lian! Wir holen dich hier raus. Mach schnell, bevor die Feuernation zurückkommt. Die Feuernation ist nicht hier, Avatar. Sie würde mich nur bei der Arbeit an meinen Maschinen stören. Deine Maschinen? Ganz recht. Meine Maschinen. Ich habe genug davon gebaut, um der Welt den Frieden zu schenken. Frieden? Deine Maschinen bringen den Krieg! Es herrscht auch bereits Krieg. Susins Komet kommt näher und du wirst deine Ausbildung nicht mehr rechtzeitig beenden. Der Sieg der Feuernation steht bevor. Arbeite mit mir und meinen Maschinen zusammen. Gemeinsam beenden wir den Krieg, Avatar. Ich will auch, dass Frieden herrscht. Aber deine Maschinen zerstören die Dörfer unschuldiger Menschen. Ich kann dir nicht helfen. Ich hatte gehofft, dass der Avatar mich verstehen würde. Naja, wenn du dich gegen mich stellst, dann werde ich dich vernichten. Den Avatar kann man nicht töten. Er wird immer wieder geboren. Sokka, das gerade war nicht sehr hilfreich. Möglich. Aber ich kann seine Verbindung zum Geist des Avatars durchtrennen und ihn so seiner Macht berauben. Ihr habt euch auf die falsche Seite geschlagen. Jetzt kämpft gegen meinen Prototypen. Schon alles? Anscheinend nicht. Lian darf nicht entkommen! Wir wissen doch gar nicht, wo sie hingelaufen ist. Ich habe da so eine Idee. Wir müssen uns beeilen. Warum, Aang? Was ist denn? Glaub mir, Katara. Das willst du nicht wissen. Ich glaube, Lian ist verzweifelt genug, um die Statuen im Avatar-Heiligtum zu zerstören. Kann sie so wirklich deine Verbindung zu den Geistern des Avatar unterbrechen? Nein, das sind nur Statuen. Trotzdem darf sie sie nicht vernichten. Schon okay, Aang. Hier ist gar nichts okay. Wie soll ich meine Aufgabe zu Ende bringen, wenn ich nichts weiß?
Ich wette, Avatar Roku wusste auch nicht alles. Das tut niemand. Hey, die Leute stecken in Schwierigkeiten. Haltet euch fest! Ich habe noch nie einen Luftbändiger gesehen. Hallo, meine Freunde. Lebt wohl, meine Freunde. Hat jemand Lust auf eine Partie Vier Nationen? Dann vielleicht später einmal. Wie kann ich euch helfen? Bis bald. Hallo. Wir sehen uns. Der Avatar ist hier. Lebt wohl, meine Freunde. Hoffentlich geht dieser Krieg bald zu Ende.
Wären doch nur die Luftbändiger noch am Leben. Ich frage... Bis dann, meine Freunde. Ich... Ich kenne den Weg. Das hätte kein Bändiger geschafft. Hier im Dorf sind wir... Such dir etwas Bestimmtes. Wir sehen uns. Ich grüße euch, Kinder. Auf Wiedersehen. Wer weiß, wie lange dieser Krieg noch dauert. Mache ich sowas täglich. Der Avatar lebe hoch! Seid vorsichtig. Hier lang. Hier entlang. Mir nach. Thank you.
verlorene Anführer vertraut allein auf seine Instinkte. Luftbändigen bringt hier nichts. Problem gelöst. Ich kenne den Weg. Ich hätte so gerne mal einen dieser Luftbändiger-Mönche gesehen. Hoffentlich geht dieser Krieg bald zu Ende. Manchmal muss man halt etwas abstrakter denken. Wären doch nur die Luftbändiger noch am Leben. Ich hätte so gerne mal einen dieser Luftbändiger-Mönche gesehen. Sucht ihr etwas Bestimmtes? Lebt wohl! Versuch's doch mal mit Doppel!
eingebucht. Unser Anführer vertraut allein auf seine Instinkte. Luftbändigen bringt uns da nicht weiter.